So, als nächstes möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eure eigene Musik auf den PC bekommt. Und zwar diesmal als Beispiel von der CD. Ich habe hier irgendwo auch CDs rumstehen. Mal kurz gucken. Na, sieht man das? Würde ich auch andersrum halten. Ist alles spiegelverkehrt. Also ich möchte hier von Johann Sebastian Bach, möchte ich die Toccata gerne auf dem Rechner haben. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das bewerkstelligen kann. Gehen wir zuerst einmal in den Internetbrowser, also nach Microsoft Edge, weil wir jetzt ein Programm herunterladen müssen, womit man solche Sachen machen kann. Es gibt eigentlich sicherlich mehrere, aber mir bekannt zwei Freeware-Programme. Das eine heißt Cedex, das andere heißt Format Factory, mit denen man unter anderem eben so CDs einlesen kann und dann auf dem Rechner die Musik speichern kann. Ich wähle jetzt Format Factory und suche das direkt einmal. Ja, da ich es schon mal gesucht habe, wird es hier vorgeschlagen. Normalerweise muss man hier den Namen eingeben. Und jetzt schauen wir mal, ich gehe eigentlich ganz gerne nach Chip, um solche Freeware herunterzuladen, weil bei Chip kann man einigermaßen sicher sein, dass die frei ist von Viren oder von Würmern. Jetzt sehen wir aber auf der Chip-Seite, dass da eine Warnung kommt. Wir können Ihnen Format Factory nicht mehr empfehlen, weil das Programm viele unnötige Zusatz- und Werbesoftware mitliefert. Das soll wohl und heißen. Und so weiter halt. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Ich möchte gerne aber Format Factory herunterladen, weil ich mit dem Programm selber sehr gute Erfahrungen gemacht habe und es auch sehr gut funktioniert. Schauen wir mal, wie wir das herunterbekommen, ohne dass wir irgendwelche Viren oder Würmer mit installieren. Gehen wir auf die offizielle Webseite von Format Factory und dann auf den Menüpunkt Produkt herunterladen, Format Factory. So, und jetzt geht's schon los. Ich muss gestehen, das habe ich vor einer halben Stunde mal ausprobiert und es ist interessant, dass hier zwei sogenannte Download Mirrors, das sind halt Rechner, auf denen Format Factory gespeichert ist und von denen man die herunterladen kann. Das heißt im Grunde Download-Spiegel, also die Software ist darauf nochmal gespiegelt. Wenn wir jetzt achtet mal hier unten auf die Statuszeile, wenn ihr hier auf diesen Link geht. Seht ihr da oben, da unten kommt jetzt eine ganz kryptische Zeile. Bei Download Mirror 1. Wenn ich auf Download Mirror 2 gehe, dann seht ihr da unten links, da in der Statusleiste, muss die Maus da oben halten, sonst könnte ich es euch zeigen, dass da wirklich auf eine Format Factory Setup Datei verwiesen wird. Also hier oben, wenn ihr die Software runterladet, könnt ihr schon einigermaßen sicher sein, dass da viel unnötiger Mist dabei ist. Hier unten besteht zumindest die Möglichkeit, dass da nicht so viel Zeugs dabei ist. Also laden wir jetzt mal von hier aus runter. Auch hier sage ich gleich, wenn heruntergeladen ist, dann führe mir das Programm direkt aus, dieses Format Factory Setup ausführen. Und wenn es dann heruntergeladen ist, dann wird gefragt, ob ich installieren will, also sprich, ob ich an meinem Gerät Änderungen vornehmen will. Das bestätige ich mit Ja. Das Zielverzeichnis nehme ich das vorgeschlagene, also er soll jetzt das Programm in das Verzeichnis Format Factory installieren. Dieses Program Files x86 ist ein Standardprogrammverzeichnis von Windows. Und jetzt wird Format Factory installiert. Ja, und dann wird gesagt, Installation ist vollständig und ob wir das Programm auch direkt starten möchten, das machen wir. Und jetzt müsst ihr darauf achten, bevor ihr loslegt,
Da unten ist auch wieder so ein Install P-Cosmos Picture Tools. Ich will eigentlich keine Picture Tools jetzt noch zusätzlich auf meinem Rechner haben. Deshalb nehme ich den Haken hier weg. Ich weiß nicht, ob das ein Schadprogramm ist oder nicht, aber ich installiere nichts, was ich nicht kenne oder wovon ich nicht gehört habe, dass es virenfrei ist. Also lasse ich das auch weg. Install Format Factory to System Menü, das heißt ganz einfach, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Kontextmenü, wenn ich mit der rechten Maustaste auf irgendwelche Inhalte klicke. Wenn ich jetzt sage Install Format Factory to the System Menü, dann wird, wenn ich auf eine Musikdatei beispielsweise tippe, auch angezeigt öffnen mit Format Factory. Also das kann ich euch lassen. So, dann sage ich mal OK. Den Browser kann ich zumachen. Alle Tabs schließen, alle schließen. Und eigentlich sollte der Format Factory jetzt starten, weil er gefragt hat, ob er direkt starten soll, aber das macht er nicht. Also rufe ich das Programm jetzt von hier aus auf und ihr seht, es ist jetzt installiert und nach meinem Kenntnis- und Wissensstand völlig ohne irgendwelche Schadsoftware. Wie gesagt, schaut da bei diesen Mirrors eben, dass wirklich ein Setup-Programm geladen wird. Ich werde aber auf meiner Seite seelensegeln.de, wo ihr auch die Videos findet, dieses Installationsprogramm auch zum Download zur Verfügung stellen. Und da könnt ihr euch dann schon sicher sein, dass ihr dieses Programm hier, also diese Installationsdatei bekommt und nicht die, ja, ich sag mal, Viren oder Würmer verseuchte. Gut. Mit Format Factory kann man eine ganze Menge andere Dinge machen und eigentlich ist das Programm dafür geschrieben, unterschiedliche oder Videoformate in andere Videoformate umzuwandeln. Beispielsweise, wenn ihr ein AVI-Video oder ein MPEG-Video habt, dass ihr das beispielsweise umwandeln könnt hier in WebM, dass man es eben, oder in 3GP, dass man es eben auch auf dem Handy vernünftig abspielen kann und so weiter. Also eigentlich, das ist eigentlich der mächtige Bereich Videokonvertierung. Und ein Zusatzbereich, den wir da noch haben, ist eben die Möglichkeit, CDs einzulesen. Ich habe die CD Bach schon in mein Laufwerk eingelegt. Ich habe hier jetzt mehrere Möglichkeiten und ich möchte meine CD ja jetzt in Audiodateien umwandeln, die ich auf dem Computer gespeichert habe. Deshalb gehe ich hier auf diesen Bereich Musik CD zu Audiodatei und ihr seht, er erkennt schon, dass ich in meinem CD-Laufwerk eine Audio-CD drin habe und zeigt hier 12 Tracks, also 12 Titel, 12 Spuren an, die sich auf dieser CD befinden. Jetzt gibt es im Internet unterschiedlichste Datenbanken, wo man über eine CD-Kennung, die auf jeder CD gespeichert ist, auslesen kann, was sich auf dieser CD befindet. Und das können wir machen hier über dieses FreeDB, CD-Info holen. Wenn ihr also hier draufklickt, dann seht ihr, holt sich das System aus dem Internet den Inhalt der CD. Und wenn ich die jetzt gleich umwandle in Audiodateien, dann habe ich diese Dateien gleich auch unter diesen Titeln abgelegt, beziehungsweise bei MP3 wären dann diese Titel sogar mit in der Dateiinformation. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten des Umwandelns. Vorgeschlagen, seht ihr hier, ist MP3. Wenn ihr die Titel nicht irgendwie weiter bearbeiten wollt und wenn ihr die Titel beispielsweise auch auf dem Handy abspielen wollt, dann empfiehlt sich eigentlich dieses Format. MP3 ist allerdings verlustbehaftet, weil die Musik bei MP3 komprimiert wird. Das heißt, wenn ihr eine richtig gute Qualität haben wollt, also die Qualität, die auch auf der CD ist, also im Grunde einen Copy-Vorgang machen wollt, dann solltet ihr WAV wählen. WAV ist das WAV-Format von Microsoft
Und dann hättet ihr die Musik halt erstmal unkomprimiert auf. Ihr erinnert euch vielleicht, wie wir den Explorer gemacht haben, da hatte ich auch ein Musikstück oder zwei, das waren WAV-Dateien und die anderen waren MP3-Dateien. Wir wandeln aber jetzt diese CD hier in MP3-Dateien um und damit das nicht so lange dauert und da ich ja eigentlich nur die Toccata haben will, klicke ich hier die anderen Titel mal ab, dass er mir die nicht umwandelt. Und gehe jetzt hier auf den Button konvertieren. Ja, was ich vielleicht noch vergessen habe, man kann hier auch die Qualitätsstufe einstellen. Ich habe jetzt gewählt hohe Qualität. Was man vielleicht noch selber einstellen sollte, wäre bei der MP3-Umwandlung, dass er mit 320 Bit pro Sekunde umwandelt. Das ist so ziemlich die höchste Qualität, die man machen kann. Dann hört sich's, also das hört das normale menschliche Ohr sowieso nicht, ob die Datei jetzt komprimiert ist oder unkomprimiert ist. Wenn wir jetzt beispielsweise hier so eine ganz kleine Zahl nehmen würden, 96 oder 64, dann würde man durchaus Qualitätsunterschiede hören. Die Datei auf der Festplatte wäre dann wesentlich kleiner, weil stärker komprimiert, aber dementsprechend würde auch Qualität verloren gehen. Audiokanal ist vielleicht auch sinnvoll, dass wir hier Stereo einstellen. Normalerweise, wenn hier automatisch steht, dann macht er automatisch die besten Einstellungen. Gut, drücken wir OK. Und wandeln jetzt in dem Fall nur diesen einen Titel, weil alle anderen habe ich ja abgeschaltet, um. Und er hat hier so eine Liste der Aufgaben, die er jetzt erfüllen soll. Ich klicke jetzt hier auf Starten und jetzt seht ihr, dass die CD konvertiert wird. Man sieht hier den Konvertierungsstatus. Warten wir einen kleinen Moment, geht eigentlich für einen Titel geht's recht flott. Ja, wenn mir jetzt ein Witz einfallen würde, könnte ich ihn erzählen, aber ich habe gerade keinen parat. Aber das Ding ist ja auch schon fast fertig. So, jetzt möchte ich das Ergebnis auf meiner Festplatte sehen. Format Factory legt automatisch einen Ordner FF Output an auf der Festplatte D. Das seht ihr hier unten. Wir können aber auch, wenn wir umgewandelt haben, auf den Track selber gehen, also auf den Titel und dann eben auch hier sagen Zielverzeichnis öffnen und dann öffnet er mir hier das Zielverzeichnis, unser altbekannter Explorer und jetzt seht ihr auch, ich möchte hier den ganzen Namen sehen, dass ich die Überschriften durchaus hier anpassen kann. Wenn ich das hier jetzt nach rechts sehe, dann seht ihr, hat er mir das Musikstück angelegt als Johann Sebastian Bach, Toccata, D-Minor und so weiter. Und hast du nicht gesehen. Gut, klicken wir mal da drauf. Was passiert? Das System sollte den VLC-Player öffnen, den wir ja installiert haben. Und die Toccata wird entsprechend abgespielt. Gut, dann nochmal kurz zu unserem Explorer. Ich möchte jetzt die Toccata in einem meiner Atemverzeichnisse haben. Ja, passt eigentlich nicht so richtig. Aber ich mache es mal beispielhaft. Vielleicht in den Bereich Power. Und ihr seht, ich fasse sie wieder mit der Maus an, die Datei. Und ziehe sie hier jetzt nach Power. Da wir ja auf derselben Festplatte sind, ich zeige es gerade nochmal, FF Output, also Format Factory Output, befindet sich ja ebenso auf D wie unser Power-Verzeichnis, schlägt das System wieder verschieben vor.
Wenn ich es in FF-Output behalten will, ihr wisst schon, dann drücke ich zusätzlich noch die Steuerungstaste und dann kopiert er mir die Datei nach Power. Und jetzt seht ihr, habe ich in Power einmal mein QE2-Thema. Auch hier mache ich die Überschrift jetzt mal ein bisschen länger. Und dann als neues Stück Johann Sebastian Bach die Toccata in D-Minor. Gut, das war die Möglichkeit, CDs, wie man so schön sagt, zu rippen, also auf den Computer zu spielen. Bei Format Factory, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, aber ich werde das Setup-Programm eben auch selber online stellen und dann könnt ihr zumindest schon mal das richtige Setup-Programm dort runterladen. Machen wir das alles mal zu und wenden wir uns als nächstes Spotify zu. Spotify, ein Streaming-Dienst, in dem zigtausende Musikstücke gespeichert sind. Und ich möchte gerne zeigen, wie man über Spotify sich auch seine Musiken zusammenstellen kann, um beispielsweise eine solche Artensitzung zu gestalten.